Die Griechen haben in den vergangenen Jahren viele Einschnitte bei Löhnen und Sozialleistungen hinnehmen müssen. Derzeit wird in Athen über den Staatshaushalt für das kommende Jahr beraten und zur Debatte stehen weitere Kürzungen, etwa im Gesundheitssystem. Doch das wollen viele nicht mehr mittragen. Sie machen ihrem Unmut heute Luft bei einem eintägigen Generalstreik. Genug gespart, meinen die Demonstranten. Ein Viertel ihres Einkommens haben die meisten Griechen durch die Krise verloren. Hunderttausende wurden in die Armut gezwungen. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 26%. Für den Führer der radikalen Linken, Alexis Tsipras, ist es an der Zeit, die Hilfsvereinbarungen mit den internationalen Geldgebern neu zu verhandeln, inklusive aller Reform- und Sparpakete. Die Strategie der Unterwerfung unter die irrationalen Forderungen der Troika führt zu nichts. Er verlangt baldige Neuwahlen, die Regierung sei gescheitert. Der öffentliche Nah- und Fernverkehr kam heute zum Erliegen. Tausende Pendler warteten vergeblich auf Bus oder Bahn. An den Flughäfen wurden alle Flüge annulliert. In Piräus blieben die Fähren zu den Inseln am Kai. Bei ihren Gesprächen in Paris diese Woche konnten sich die griechische Regierung und die Troika nicht einigen. Die Troika verlangt zusätzliche Sparmaßnahmen, zum Beispiel bei den Renten. Die Regierung sagt nein. Nach all den Opfern beginnen Wirtschafts- und Staatshaushalt sich zu erholen. Und jetzt verlangt die Troika Maßnahmen, die wieder in die Rezession führen. Ende des Jahres läuft das Hilfsprogramm für Griechenland aus. Jetzt muss weitere Unterstützung geklärt werden. Denn ohne Hilfen kommt das Land noch immer nicht zurecht.